Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion Day 2 im Ranglistenmodus. Amon Lukas wieder dabei. Wir wollen seinen einen Punkt holen, damit er wieder aufsteigt. Nimmst du Fiesta? Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich schon Welcome gedacht. to Nova. Okay, Schweine nicht schlecht. Wir könnten. Okay, Starcaller bringt uns nichts. Die beiden. Ich glaube, ich nehme ihn raus, den Albtraum, nehme dafür den Eindringling. Ja, genau so machen wir es. Wir machen dann also den Berserker Start. Was haben wir denn zur Auswahl? So, nur Kacke. Okay. Ja, die gute alte Combo, die klappt halt einfach. Wir gucken hier mal rein. Windfalke. Ist jetzt ja kein gebockt? Nee. Er hat einen durchgelassen und er zwei. Okay, ich blocke. Das soll ich auch blocken. Das gehe ich davon aus. Gerade so nicht. Nicht so schlimm. Hobo ist raus auf Welle 2. Muss man sich mal überlegen. Zack. Wir können natürlich mit Ratten arbeiten, wenn wir die schon mal haben. Wo ich die hasse, diese scheiß Ratten. Die werde ich wohl dann doch benutzen. Ah, schade. Ja, gut gespielt. Haben wir eine Schnecke mit rein. Gehen in den Eindringling hier hinter dem Berserker. Uns dann schon mal Raterei hin. Diese Kackzeile. Ja, auf jeden Fall. Meine Lieblingseinheit. Das ist gut. Na, kriegen die den Down? Ja. Sehr schön. Okay, er hält. Zur Not hätte ich gehalten. Hätte ich jetzt auch gemacht. Wäre jetzt sowieso noch den 6. Woche gegangen. Scheißratten. Da hinten Schweine hinsetzen.
Ja, ich kenne mich überhaupt nicht mit Ratten aus, finde die Kacke. Und Blut rein. Macht ja am meisten Sinn. Der Windfalke kackt auch so ab. Der kriegt ein Upgrade. Stellen wir die halt hier drüben hin. Die scheiß Ratten. Yes. 65 kostet ein Upgrade, ey. Okay, Eitringling lebt noch, sehr schön. Der hat nichts gehalten. Das ist heftig. Aber klar, Masken gegen Hermit. Das sieht ja schon ganz anders aus. Ja, die sind schon fast abgekackt. Rocker mit. Noch mehr Ratten. War nur 6 Schaden, aber wenn das zu viele sind, dann bringt es schon was. Die Katze hielt sich jetzt mega durch die Echsen. Sehr gut. Ja, das läuft schon. Den Blocker noch mit. Auf 9, was könnte ich da reinpacken? Den Falken vernachlässige ich einfach, also brauche ich Aufprallschaden. Vielleicht kriege ich den Ogre zusammen, ich weiß es aber nicht. Sonst Kanonschütze. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Aha, wenn ich die habe, dann will ich die auch irgendwie benutzen. Schleimfrau ist super. Wie sieht drüben aus? Lilaner Falke. Okay, der violette Falke. Katzen sind schon voll. Und 2 kleine Bienen. Aber ich könnte einen Ogre rauskriegen.
Oh, geht auf jeden Fall raus. Die Ratten haben mir was gebracht. Dieses Furzgeräusch, wenn du den Ogre reinschickst. Oh, wir kriegen noch 60 zusammen. Nehmen wir die Blut noch mit. Ich sag den Windfalken. Das hat einen violetten Falken. Ja, der ist doch nicht ganz ohne. Mimik für meine Ratten. Ja, schaff's nicht. Schaff's leider nicht. Gehen Sie noch ein Berserker. Das ist wichtig. Und dann rollen wir nach der 10. Ja, wir können alles oder nichts nehmen, da können wir noch mal richtig pushen. Aber für mich ist das gar nicht so eine gute Wave. Ratten raus. Den können wir mitnehmen. Machen wir so. Ja, Schuriken rein. Hat nicht gesendet. Ich dachte, der macht es jetzt. Das sind zwei Falken. Können Sie sich mal entscheiden? Den Fürst des Todes hat er noch. Ja, da kann ich wesentlich mehr machen auf 14. Das klingt vernünftig. An den ist ja upgraden. Da haben wir einen schon mal verbessert, das ist gar nicht schlecht. Ich sammle weiter. Ich dann guten Cent rauskriege. Doppelmimik.
Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ja, das ist tot. Aber ist nicht so schlimm. Ja, die Mimics haben einfach gar nichts gefressen. Das heißt aber, wenn der sammelt, pass auf, und dann kann ich das verkaufen, kann ich nicht verkaufen. Dann kriegt er nichts. Dann sind die komplett verschwendet. Also extra noch, könnte man machen. Macht auf jeden Fall Sinn. Wobei ich jetzt sowieso nochmal geholt. Ein Verheerer. Den Maulwurf noch mit rein. Auch Aufprallschaden. Zack. Nehmen wir noch den Schleim mit. Die Hermit kriege ich sogar noch aus. Dreinigkeit und Noga. Wobei es ja theoretisch jetzt vier sind mit den Bären, aber irgendwie habe ich noch nie gesehen, dass der großartig gut was konnte. Schauen wir mal rüber. Okay, die waren sehr schnell down. Die Pfeife sind natürlich auch schnell weg. Ogre verprügelt den. Wir haben wenig durchgelassen, die viel mehr. Und unser King ist ja sowieso gebufft durch Kingsguard. Das war's. Victory. Hat er's geschafft. Hat er endlich Master wieder erreicht. Aber ich komme auch ganz gut voran. Ich meine, mir fehlen noch fast 100 Punkte. Aber das kriegen wir auch noch hin. Perfekt. So, eine weitere Runde Legion. Kingsguard und Fiesta mit Gegenangriff. Mit Amo Lukas zusammen. Lasst gerne ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.